Leute, weiter geht's an diesem Mittwochabend, 20 Uhr, es ist Assassin's Creed Zeit und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Ich weiß noch gar nicht, was uns überhaupt ansteht, da ich das mittlerweile vergessen hatte, aber ich glaube, die letzte Aufnahme ist, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder so, also vor der knappen Woche habe ich aufgenommen zuletzt, also von daher, oder Donnerstag, wie auch immer. Dauert immer ein bisschen. Ich habe ja, also Assassin's Creed läuft ja immer bis auf Dienstags und Sonntags, aber liegt auch daran, dass es Dienstags auf meinem eigenen Kanal, auf diesem Kanal, hier der Stream kommt für die Formel 1 Liga und Sonntag auf einem anderen Kanal und dann haue ich da keine Let's Plays rauf. So, okay, wie dem auch sei, ich schmeiß jetzt, weiter geht's jetzt auf jeden Fall mit diesem Dings und ich habe auch schon, kann das schon mal ankündigen, der nächste Teil, den wir dann zocken, wird der neueste Teil sein, zwar Assassin's Creed Valhalla. Das Spiel werde ich mir ca. 2 Wochen, 3 Wochen kaufen, oder wir uns kaufen, meine Freundin und ich. Und dann werden wir uns das. Oh, ihr Bastarde, angehen. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kaelok? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Agnes McBean, genau. Das hatten wir in der letzten Folge noch. Befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Sehr gut. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. So, genau, den hat man letzten Folge, Kaelok hat man letzte Folge ausgeschaltet. Also unter anderem, wir haben ja Whitechapel befreit und die nächste Aufgabe, die wir jetzt angehen müssen, ist mit der jungen Dame hier zu reden. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. So, interagiere mit dem Safe, um ihr Einkommen abzuholen. So, warte mal, da unten ist es. Du willst London wieder herrichten? 550 Chemikalien. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Okay. So, mit der Gag-Upgrades-Karte interagieren, das Upgrade Medizinmarkt kaufen. Ach, wir können auch. Oh Gott, wir können auch das. Nicht nur die. Gut, Medizinmarkt. Dann kaufen wir das mit den. Kaufen wir dann mal. Ja, gut, damit kann man wahrscheinlich ein bisschen Chemikalien holen. Was haben wir hier? Growlerboom. Die Beliebtheit des Growlers. Halten Sie nach weiteren Ausführungen dieser Lieblingskutsche in Londonstraßen Ausschau. Wir haben jetzt 1000 Dollar noch. Ich guck mal gerade ein bisschen, was wir hier noch so haben. Wuchstraining. Die Wuchs hat ein grundlegendes Krafttraining. Sie haben Level 5. Drücken Sie R1, um sie zu rekrutieren. Ich glaube, wir sind 4 oder so, oder 3. Kann doch sein, dass wir 2 jetzt sind. Okay. Fahrer, kaufen Sie Kutsche für die Wuchs. Die Schusswaffen auf das Armut. Wahrscheinlichkeit, der Bleiter scheint das Land verlassen zu haben. Dazu bleibt, dass er nun weniger widerstandsfähig. Ja gut, die Bleiters haben wir ja ausgeschaltet. Das war ja die, die wir auf dem Marktplatz rausgenommen haben. Die Bezeichnung an die Regelhandlung ein Auge zu. Aha, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dafür haben wir momentan aber nicht die Kohle. Wir haben nur 1000 Dollar quasi. Ich guck mal gerade. Überfall, kommen Sie die Hauptgeschichte voran. Nett Weihnacht abschließen. Okay. Gut, das können wir noch nicht. Jetzt kommen sie zu, verstehst du, um 530 Minuten. Ah, Pappinvestor. Das ist gar nicht so schlecht. 30 Minuten, 500 Dollar mehr. Okay. Gut. Was haben wir denn? Level 2 sind wir uns. So, mal gucken, was wir jetzt als nächstes für eine Aufgabe bekommen.
Whitechapel ist bearbeitet. Jetzt geht's weiter mit den nächsten. Ich denke, da hier unten brauchen wir noch gar nicht reinzugehen. Weil das ist einfach zu viel Feindpräsenz. Wir haben jetzt hier Whitechapel abgearbeitet. Ach, das erinnert mich gerade alles so ein bisschen an Infamous. Da muss man dann auch anfangen, die Gebiete auseinanderzunehmen. Die Frage ist, was machen wir hier? Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Level 6. Wo sind wir denn überhaupt momentan? Wir sind hier oben, ne? Sehe ich das richtig? Ja, sind wir. Okay, dann sind wir noch mitten im Gefängnisgebiet. Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir hiermit an. Die Pressefreiheit. Und dann gehen wir einfach die Mission an, die sie uns vorgeben. Weil wenn ich da oben, müssen wir Level 6 sein. Das ist doch zu viel. Ich dachte, wir arbeiten jetzt von oben nach unten weg. Aber dann geht es hier in Assassin's Creed einfach nur darum, dieses Gebiet zu erobern. Vermutlich zumindest. Aber gucken wir mal. Wir arbeiten auf jeden Fall jetzt erstmal an und fangen an mit dieser Pressefreiheit. So. Okay. Da nochmal. Dann ist das wahrscheinlich heute unsere Aufgabe. So. Gut, egal. Zug ist jetzt relativ unwichtig. So, nehmen wir ab, ab, ab und runter mit dir. Ah, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Okay, das war nur... So. Okay, ich kann ihn nicht... Die waren... Das waren ein paar Feinde, ne? Warte mal, ich muss gerade gucken. Okay. Ich muss mich wieder ein bisschen in die... Störmalen Fuchs. Ich guck mal hier oben, ob wir irgendwo großartige Feindpräsenz finden. Momentan hier nicht so. Immer L3 drücken schön, damit wir wissen, ob wir irgendwo was zu sehen kriegen. Aber Feindpräsenz zu sehen kriegen. Da unten ist einer. Okay. Nur der, ne? Ist gefühlt, oder? Sieht so aus. Gut, dann lassen wir den mal. Nehmen wir den mal mit. Weil ich kann jetzt keine viel Präsenz gebrauchen hier irgendwie groß. Ah, hier sind noch mehr. Scheiß Kopf hier! Den nehmen wir sie beide mal mit. Haben wir das Gebiet schon mal so halbwegs frei? Warte mal, ich blöder den kurz eben. Man weiß, was man gut gebrauchen kann. So, Munition kannst du immer gut gebrauchen, die ist klar. Die ist mir egal, die ist mir egal. Okay, dann geht's mal weiter. Die Verbrecher töten. Nehmen wir so beide mit. Hm. Ja, sehr gut. Dann. Okay, sorry.
So, die brauchen wir nicht. Ach so, ja, durch die durch die. Das beste Angebot in London. Greifen Sie zu. Alles, was Sie auf Londons Straßen brauchen. Genau, durch die Attentäter. Nicht der Ober Lambert, ja. Wir müssen gucken, dass wir echt. Wir sind Level 3, warte mal. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwie uns ein bisschen. Ob wir uns ein bisschen upgraden könnten. Ne, können wir nicht. Sabe. Anonym werden. Ach so. Ja. Roy. Jetzt weiß ich, was der Film mir will. Pressefreiheit. Ja, das wollen wir ja machen. Stimmt, der Typ durfte uns nicht sehen, deswegen ist anonym werden. Was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Fry und ihr Bruder Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, genau. Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Fry. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Sie mich? Ich kann Ihnen helfen. Sechs verfügbare Fähigkeiten. Leider keine Fähigkeitspunkte. Sie sollten sich ein bisschen beeilen. Naja, bin doch schon dabei. Dann machen wir uns mal auf. An welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Fry. Oh, steh mir doch nicht im Weg, ich hasse das. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Genau. Bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Star Telegraph. In dem Moment ziehst du mir dann rüber, ja. Deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich. Genau, Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Westminster Level 9. Ernsthaft? Beim Einbau stets 30 Meter über dem Boden bleiben. Verlassen. So, Tutorial sagen wir einfach, drücken Sie L1, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante L1, um per Seilrutsche so große Freiräume zu überwinden. An der Seilrutsche können Sie mit L und R2 Ihre Geschwindigkeit problemlos für Luft atmen, Tätte übertreten, über Gegner in Position bringen. Aha.
So, gehen wir mal hoch. Komm ich da mal auf hoch? Also, 3 Sicherungen müssen wir installieren. Dann muss ich jetzt auch aufs Dach müssen, ne? So, installieren wir die erste Mal. So, erstes drin. Schöne Aussicht. Ja, die zweite müssen wir. Wo müssen wir es sein? Okay. Wir lassen die jetzt erstmal noch da unten in Ruhe. Aber muss ich nicht mit jedem anlegen. Und bauen die zweite Sicherung kurz eben noch mit ein. Alles klar. Und die dritte ist da oben. Ups, das war. Warte mal, ich guck mal da hoch. Kann man da. Ja, ist zu weit, ne? Scheiße. So, sind wir schön an der Spitze. Die Frage ist, komme ich da rüber? Komme ich nicht, ne? Ach, das ist zu weit. 170 Meter sind das. Okay. Ich gucke mal, ob ich über das Dach komme. Wenn die Level 9 sind, dann kannst du das knicken. Dann kann ich mich da definitiv nicht mit den Jungs anlegen. Selbst mit dem Dings nicht. Warte mal. Aber da komme ich jetzt da hoch. So, jetzt gehen wir es weiter hoch. So, die Frage ist, komme ich jetzt... Ah, verdammt, okay. Machen wir anders, ich gehe da hoch. Dann arbeiten wir uns einfach von Stockwerk zu... von Ecke zu Ecke. Weil, wie gesagt, wir brauchen die Gegner nicht unbedingt aufscheuchen. So. Okay, dann müssen wir es doch anders machen. Dann gehen wir darüber. Okay, mit Dings sind wir noch Level 1 und sogar tatsächlich. Und dann gehen wir da hoch. Ja gut, wir müssen sehr unabhängig davon leveln. Das machen wir, glaube ich, auch danach nochmal. Weil dann... Ab. Ja, ja. Upsi. Ja, warte mal, wo ist denn der... Komme ich da nicht rüber. Ja, dann sind wir mal so halt. Scheiß drauf. Und loslassen. So, jetzt schnell noch die letzte Sicherung einbauen. Und dann versuchen, so schnell wie möglich zu verschwinden hier. Das sollte reichen. So, das haben wir mit Bell reden. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo müssen wir da irgendwo runter? Ne? Ach, da hinten. Ja, 253 Meter. Okay, da müssen wir da jetzt wieder raus. So.
So, gucken. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht hoch, aber gut. Mal anders, warte. Vielleicht gehe ich auch einfach links da durch, wieder runter. Weil einfach über die Hauptstraße unten und dann ist es ja für mich eher uninteressant. Du sollst doch nicht hoch. So. Gucken, was wir jetzt hinkriegen, ob wir da jetzt verschwinden können. Du sollst doch nicht hoch. Alter. Du ziehst dich aber auch an bestimmten Punkten, wo ich nicht über den lang will. Todessprung kann ich von der Höhe nicht machen. Das kannst du knicken. Das werde ich so zermatscht, wenn ich da unten aufschlage. Bei der Höhe. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier halbwegs heil wieder runterkomme. Gut, dann gehen wir mal Richtung Straße zurück. Wenn ich jetzt loslasse, wie gesagt, dann... Gucken wir, ob hier eine Fallpräsenz ist. Nö, sieht nicht so aus. Ich gehe jetzt einfach schön vorsichtig und langsam unentdeckt hier runter wieder. So, die Frage ist, kann ich jetzt da... Ach, der sitzt den Punkt da oben, okay. Nee, brauche ich nicht. So. Schön unauffällig und vorbei. So, jetzt machen wir uns... So, jetzt machen wir zurück zu Belle auf. Wow, wow, wow. Scheiße. Gut. So, dann haben wir das Thema Pressefreiheit durch. Da steht der gute Herr. Geschafft. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Hauchbomben. Vielleicht sogar etwas zu gut. So. Dann haben wir das soweit erledigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit diesem Teil hier. Aber vorher machen wir noch schnell Fähigkeiten. Wir müssen noch Fähigkeiten aufbauen. Wir haben nämlich 5 Stück und wir müssen unsere gute Eevee auch mal ein bisschen aufarbeiten. Einen weiteren Gesundheitsboost. Dann kaufen wir den Teil hier noch.
Und wir haben Level 2 erreicht. Ja, das, wir müssen es halt unabhängig voneinander leveln, ne? So, erstmal schlechter halten. Da machen wir nochmal einen Konterboost drauf. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Morgen um 20 Uhr. Bis dahin. Und tschüss.